Ich bin der Sohn von Kronprinz Haddo. Er zeigte offen seine Zuneigung zu seinem abgesetzten Vater, Jeongjo, der 22. König Joseons. Jeongjo verlegt das Grab von Kronprinz Haddo nach Suwon, dem damals berühmtesten Ort in Joseon. Er plant eine neue Burgstadt, in die die Bürger ziehen und leben sollen. Die erste geplante neue Stadt der Welt. Der Traum eines Großkönigs, Suwon Hwaseong. 1792. Jeongjo lässt den Shirak-Gelehrten Jeongyagyung rufen und berät mit ihm den Bauplan für eine neue Burg. Jeongyagyung, der sich neben chinesischen Militärstrategien auch Kenntnisse der westlichen Wissenschaft angeeignet hat, entwickelt eine neuartige Festung, die die Schwachstellen der alten Festungen Joseons ergänzt. Zugleich Wohnsitz und Festung zur Verteidigung. Die neue, ummauerte Stadt Hwaseong. Februar 1794. Der Bau von Suwon Hwaseong hat begonnen. Bei einer Länge von 5,74 Kilometer und einer Höhe von 4 bis 6 Metern wurde die Bauzeit, die anfangs auf 10 Jahre geplant war, auf ein Fünftel verkürzt und nach nur 28 Monaten vollendet. Das Geheimnis, die Baudauer stark zu verkürzen und gleichzeitig eine starke Festungsmauer zu bauen, war Kojungi Lungno Yuhyongo zu verdanken, für die damalige Zeit hochinnovative Maschinen, die Jeongyagyung entwickelte. Besonders mit dem Kojungi war es möglich, mit einer Kraft von etwa 24 Kilo 15 Tonnen Stein zu bewegen. Personal, Kosten sowie Zeitaufwand für den Bau konnten stark reduziert werden. Die auf diese Art fertig gebaute Festung Suwon Hwaseong und ihre einzigartigen Form, die sich von früheren Festungen unterscheidet, erhöhte ihre Festigkeit durch die abwechselnde Verwendung von verputzten Ziegeln und Steinen an den richtigen Stellen. Ohne das Gebiet in seiner natürlichen Beschaffenheit zu verletzen und mit mehreren Schusslöchern und Wachtürmen sowie verschiedenen Feuerlöscheinrichtungen, ist es eine mächtige Militäranlage und gleichzeitig eine hochmoderne neue Stadt geworden. Nach der japanischen Kolonialherrschaft und den erbitterten Schlachten des Koreakrieges wurde die Festung Suwon Hwaseong stark zerstört und verlor ihre ursprüngliche intakte Gestalt. Aber die Hwaseong Songyeok-ilge, ein detaillierter Report über den Bauplan, ist enthalten geblieben. Es war daher möglich, die Festung sehr nah an ihrer ursprünglichen Form zu rekonstruieren. Von der Herkunft und dem Zweck der beim Bau verwendeten Materialien bis hin zu den persönlichen Informationen der beteiligten Arbeiter und die Berechnung der ausgezahlten Löhne wurde jedes Detail zum Bau von Hwaseong akribisch in der Aufzeichnung festgehalten. In Anerkennung an die Aufzeichnung des Hwaseong Songyeok-ilge und die dadurch ermöglichte Rekonstruktion wurde die Festung Suwon Hwaseong im Jahr 1997 als UNESCO-Welterbe eingetragen. Die liebevolle Verehrung für seinen Vater, Kronprinz Haddo, und Jeongjos Träume und Bestrebungen, politische Streitigkeiten mit starker Moral und Ethik zu beenden, sind in der Festung Suwon Hwaseong enthalten und machen sie bis heute zu einem weltweit führenden und beliebten Kulturerbe.